Hallo, meine lieben Schatzis. Ja, hier bin ich heute tatsächlich trotz Rotz. Ne? Also, ihr hört es vielleicht. Ich habe mir einen mega Infekt, einen Infekt habe ich mir eingefangen. Ich musste gerade an Konfekt denken. Ja, Konfekt wäre mir lieber, es ist leider ein Infekt geworden. Und ich habe aber das Schlimmste schon hinter mir und bin auf jeden Fall bereit, um mit euch in die Karten zu starten, 7 Tage, 7 Nächte. Und ja, ich bin hier gut aufgestellt. Ich bin schon wieder auf dem Heilungsweg. Junge, 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 es hatte mich ganz schön zusammengeräumt die letzten Tage. Aber jetzt einfach nur noch meine Stimme ein bisschen kratzig. Aber auch das kriegen wir wieder hin. Kratzig wie die Katz. Die kann ja auch kratzig sein. Und genau um die Katze geht es heute auch unter anderem, weil wir machen jetzt die Gefährdenlegung. Wir schiffen, guckt, hier ist es, unser kleines Schiffchen mit dem goldenen Segel. Und ich freue mich schon auf die Botschaft, die jetzt zu uns kommt. Und ja, ich würde auch mal sagen, lasst uns in die Karten starten. Ich hoffe, ihr habt alle ein feines Getränk. Ich möchte mir auch in aller Ruhe Zeit nehmen, werde mich bemühen, heute etwas langsamer zu sprechen, weil es meiner Stimme einfach besser tut und ich hoffe, ihr könnt mich dennoch gut verstehen. Schön, dass ihr alle wieder da seid, hier seid und mit uns seid. Und herzlich willkommen alle neuen Zuschauer und mein Herzensdank bei allen lieben Menschen, die mir mit ihrer Wertschätzung ja ganz einfach eine große Freude machen, egal ob das über ein Abo ist oder über liebe Kommentare, über liebe, liebe Post, wie auch immer. Ihr seid einfach nur toll. Und ich bin wie immer oder wie jeden Tag unglaublich stolz drauf, eine so tolle Community in euch gefunden zu haben, in euch und mit euch. So, das waren jetzt die warmen Worte. Ich wollte schon sagen, in einer kalten Zeit, aber so ist es ja gar nicht. Um genau zu sein, ist mir ziemlich heiß und draußen lacht die Sonne vom Himmel. Ne? Und jetzt wollen wir mal schauen, was der Esel trägt. Ne? Es ist die Gefährdenlegung. 7 Tage, 7 Nächte für einige kann es so die Headline sein in der ganzen Woche. Es ist eine starke Energie, die ganz wichtig ist. Eine Energie, die ja über alle anderen Legungen in unserer Community so ein bisschen erhaben sein kann. Also als Überschrift, du kannst natürlich diese Kartenlegung auch frei von allen anderen Legungen sehen. Das ist nur ein Angebot von mir. Und wir schauen jetzt erstmal, was unser Freund der Esel trägt, weil das, was der Esel trägt, das hat das größte Gewicht. Ja, und da hoffen wir jetzt mal auf feine Karten. So, jetzt müssen wir es so machen. Ich glaube, ich brauche hier auch ein bisschen mehr Place. So, so könnte es was werden. Wir starten mit den Raben, mit dem Crow Tarot bei MJ Cullinane. Und dann machen wir weiter mit Erat Aliquando. Deine Geschichte bist du bei mir selbst. Ihr findet die Links zu den Kartendecks in der Infobox und auch den Link zum Shop, wo es Erat Aliquando gibt. Ne? Wisst ihr Bescheid? So, ihr da oben, wir sind bereit, wenn ihr es seid. Was schleppt der Esel? Was hat in den kommenden 7 Tagen, Nächten und Nächten, in den kommenden 7 Tagen und Nächten, yes, nee. Das größte Gewicht. Das ist mir verdächtig. Die hat sich so gezeigt. Schauen wir mal. Zum einen haben wir die 8 der Münzen. Das heißt, er trägt etwas, woran es sich lohnt zu arbeiten. Das ist die Karte des Lernens, die auch so sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und was wird hier gelernt? Eine Meisterschaft. Jesus, nee, also in dem Zusammenhang trägt er dann wahrscheinlich auch eine große Verantwortung. Ne? Weil hier haben wir ja eindeutig den Aufruf zur Meisterschaft. Der Magier, der hat alles, was er braucht, um meistern zu können. Ne? Der hat die Kelche, der hat die Stäbe, der hat die Schwerter und die Münzen. Der hat aber noch nicht gemeistert. Die Eins ist der Anfang. Die Eins, die kann den ersten Schritt machen. Ne? Und die 8 der Münzen sagt, dann mach auch mal den ersten Schritt und auch den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und achten. Weil erst wenn alle 8 Münzen fertig bearbeitet sind, ist hier die Meisterschaft vollzogen.
vollzogen. Es zeigt uns aber auch, es ist ein Meisterweg. Das heißt, hier wurde ein Weg bereits begangen. Und ich deute eigentlich die Acht der Münzen immer so als Gesellenweg. Ne, man fängt so an als kleiner Saustift und man geht so durch die Ausbildung. Man kriegt auch öfters mal einen Besen in die Hand gedrückt und muss fegen, ne, oder vielleicht auch manchmal die Putzlappen. Ja, und wenn man aber alle acht Münzen gemeistert hat oder bearbeitet hat, ne, verwenden wir mal das Wort bearbeitet hat, dann ist man ein Geselle, aber noch kein Meister. Dass jetzt hier der Magier liegt, zeigt, dass hier auch ein wichtiger Abschnitt vollendet ist, nämlich die Zeit des Gesellen. Und jetzt geht man den Meisterweg. Jetzt wird man vom Gesellen zum Meister. Ne? Das heißt, man macht weiter. Und man setzt noch eins drauf. Ne? Man sagt, mir reicht das hier noch nicht. Ich will nicht nur der Geselle sein, sondern ich will der Meister werden. Das ist super. Ne? Also im Endeffekt hat man hier schon was geschafft. Man könnte auch sagen, mir reicht das jetzt. Wie es aber aussieht, reicht es eben noch nicht. Ne? Und dann schauen wir mal, worum es hier genau geht. Was sagt uns denn unser Freund Erhard? Erhard Aliquando, deine Geschichte bist du. Was sind denn hier die Zusatzkarten? Oh, Jesus, nee, du selbst bist gefallen und der Hirsch. Das ist natürlich jetzt der Oberklopper. Also du meisterst hier demnach. Ne? Also als Zuschauer bist du die Dame. Egal, ob du männlich oder weiblich bist, bist du der Zuschauer, fällt auf dich die Dame. Und dein Gegenüber, der fällt auf den Herrn. Ne? Auf den fällt der Herr. Boah, so. Ihr müsst mir heute meinen Gehirnbrand ein bisschen verzeihen. Gell? Also, die Dame hat hier zu meistern. Du gehst hier den Weg der Meisterin. Du bist auf einem Meisterweg. Die Dame ist auf einem Meisterweg. So, was meisterst du denn? Eine Wiederkehr. Jetzt kann natürlich bedeuten, der Hirsch, ne, also der steht ja hier für die absolute Präsenz, der hat auch ein Standing und der kommt aus dem Wald heraus, das heißt, er kommt aus einem Rückzug. Es kann bedeuten, entweder bist du wieder präsent in der Situation, die es für dich zu meistern gilt, oder jemand, der in den ewigen Jagdgründen verschwunden war, taucht wieder in deinem Feld auf, bezieht Position und das darfst du meistern. Das kann auch ein Hinweis sein, dass das jemand ist, mit dem du schon viel durchgemacht hast und der vielleicht für dich auch schon erledigt war. Abgeschlossen. Ne? Also nicht abgehakt im Sinne von Haken drunter und ne, also da liegt keine Bockigkeit drauf, sondern zum damaligen Zeitpunkt hast du alles bearbeitet, alle Münzen bearbeitet, die mit dieser Person im Zusammenhang standen. Du hast ganz einfach getan, was du tun konntest und hast etwas in die Vollendung gebracht und bist zum Gesellen geworden. Und dann war die Sache erstmal aus die Maus erledigt. So, die Zeit ging ins Land und auf einmal wirst du hier zur Meisterschaft aufgerufen. Du. Ja, weil die Dame ist gefallen. Denn der Hirsch taucht wieder auf. Ja. Auf der nebligen Morgenlichtung steht er und röhrt erstmal ordentlich. Und du denkst, Moment mal, das zarte Stimmchen kenne ich doch. Vielleicht ist es ein Herzensmensch. Vielleicht ist es aber auch eine andere wichtige Person in deinem Leben. Ja. Ein Mensch, mit dem du eigentlich etwas abgeschlossen hast. Das war für dich auch alles fein, es war alles gut, du bist weitergegangen. Du hast deinen Gesellenbrief sozusagen in der Hand gehabt und die Sache war geritzt. Ja, und auf einmal taucht er wieder auf, ne, aus der ewigen Jagdgründe, bezieht Position, hat vielleicht auch einen neuen Standpunkt bezogen. Der Hirsch ist auch die Karte des Standpunkts, aber der Hirsch kann sich bewegen, es ist ein flexibler Standpunkt. Das bedeutet auch, vielleicht hat hier auch jemand eine Meinung geändert. Ne, vielleicht hat sich ja der Hirsch vorgenommen, er hat die acht Münzen genauso fertig bearbeitet wie du und eure Wege trennen sich, ne, und hat mit dir abgeschlossen. Hat aber jetzt die Meinung wieder geändert. Ne?
Er hat einen neuen Standpunkt bezogen. Zum Beispiel ist in Erhard Aliquando der Baum auch eine Standpunktkarte, allerdings für einen festen Standpunkt. Ja? Der Hirsch hat einen flexiblen Standpunkt. Der sieht jetzt vielleicht etwas ganz anderes, was er zum damaligen Zeitpunkt noch wiederum anders gesehen hat. Er hat seine Meinung geändert und taucht plötzlich auf in deinem Vorgarten. Wer weiß das schon? Und du darfst jetzt sehen, was du draus machst. Deswegen frage ich dich jetzt, willst du das meistern? Ne? Das ist sozusagen ein Antrag. Ja, vielleicht hätten sich der ein oder andere hätte sich mehr so auf einen Heiratsantrag gefreut, gell? Aber vielleicht ist auch der Antrag zur Meisterschaft von höherem Wert. Wer weiß das schon? Heiraten können sie alle, gell? Die sind auch schnell wieder geschieden. ja, auch so ein Meisterweg, gell? Also ich sehe schon, mein Humor ist mir nicht verloren gegangen. Der ist vielleicht heute nur ein bisschen in den Kaffee gefallen. Aber ich muss gerade sagen, das Käffchen tut mir gerade echt gut. Okay, da ziehen wir uns direkt noch ein Rühnchen drauf. Ne? Was schleppt der Esel? Danke, dass ihr meinen Runenbeutel so füttert. Ihr seid einfach toll. Danke, danke, danke. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Das ist schon bald kein Runenbeutel mehr, ist schon bald ein Runensack. Ne? Also ich muss schon bald wahrscheinlich anbauen, obwohl ich habe, da ist noch Luft nach oben. Das sind die Mondrunen von mir selbst. Und in diesem Runenbeutel sind aber nicht nur die Mondrunen, was heißt nur? Nur hört sich ja an, als ob es zu wenig wäre. Nicht ausschließlich die Mondrunen, sondern einschließlich eure eigene Kreativität. Und auch das bedeutet für mich Community. Ihr schickt mir oftmals feine Dinge und ich fühle dann rein, ob es in den Runenbeutel passt. Ne? Bitte seid nicht traurig, wenn ich mal was nicht rein tue. Dann kommt bei mir an, dass ich das nicht möchte. Ne, es muss nämlich ein ganz neutraler, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, Gegenstand sein. Es muss ungefähr gleich groß sein und ich darf nicht auf einen Griff erkennen, was es ist. Es muss hängen bleiben können, ohne dass ich das vorher schon erfüllen kann. Und es muss natürlich wollen. Ne, es muss wollen. Und deswegen wird alles verhandelt. Ihr seid einfach toll. Und jetzt schauen wir mal, ne, was schleppt der Esel? Was schleppt er? Und da bleibt bei mir ein Herzlein hängen. Und es ist das heile Herz. Ja, das heile Herz, was soll ich sagen? Demnach geht es um die Liebe, gell? Die Meisterschaft in der Liebe. Und da hast du vielleicht überhaupt nicht mehr mit gerechnet, dass sich da nochmal was tut. Ne? Es kann natürlich zeitgleich auch bedeuten, dass du der Hirsch bist und unglaublich präsent im Feld eines Gegenübers bist, der vielleicht auch mit dir nicht mehr gerechnet hat. Ne? Also bitte, ihr dürft auch selber hier mitfühlen, legt das auch auf eure Situationen um. Ne? Ja, da würde ich mal sagen, Eselchen, da schleppst du einiges. Ne? Also vor allen Dingen trägst du eine große Verantwortung. Dass die Frau Semmelbrösel auf dem Meisterweg ist, ich meine, gut, irgendwie war es ja klar, gell? Aber jetzt ist es amtlich. Däh. Dann schauen wir mal weiter. Das tun wir uns erstmal hier auf die Seite packen, brauchen wir vielleicht noch. Wo sollst du wachsam sein, ne, auf diesem Meisterweg? Wo sollst du genau hinschauen? Spitzpass auf. Ne? Oh, es will nochmal gereinigt werden. Es geschieht alles automatisch hier. Die Welt gefallen. Das heißt, du sollst wachsam sein, also du sollst schon mal die Situation, um die es hier geht, allumfassend sehen, das große Ganze. Also über den Suppenteller hinaus. Die Einstellung haben, hinterm Horizont geht es weiter. Nicht nur denken oder schauen oder blicken oder sehen oder fühlen von der Tapete bis zur Wand, sondern das Ganze global betrachten. Das sagt die Welt. Sehr schön. Da schauen wir mal, was die Welt noch so sagt oder was im Zusammenhang mit der Welt steht und was der Hund noch so sagt. Ne? Also schau dir das Ganze an, sagt der Hund. Sei wachsam, sei vor allen Dingen objektiv. Jesus, da haben wir aber jetzt hier.
Dann haben wir hier ein Nein, einen Rahmen oder den Rahmen, den Bergkristall und das Vermissen. Da kommt mir deutlich rein, dass die Zeit des Vermissens vorbei ist. Nein zum Vermissen. Du brauchst hier jemanden oder etwas in dieser Situation, auf die du schaust, nicht vermissen. Es fehlt nichts. Kein Vermissen. Das Nein-Vermissen ist sozusagen das Kein-Vermissen. Es braucht hier nichts mehr vermisst werden. Denn in dieser Situation wird hier ganz einfach ein glockenklarer Rahmen geschaffen werden. Also beim Rahmen, bei der Karte des Rahmens, und das ist ja unser Erat Aliquando-Rahmen selbst, geht es zum einen um Verantwortung. Es geht auch um eine Angelegenheit, die nur euch beide was angeht. Das ist nämlich wie ein Zimmer, in das man geht, und da macht man die Tür zu und man quatscht drüber. Die Zeit des Vermissens ist vorbei, das haben wir ja hier schon. Das kommt mir aber gerade nochmal rein. Kein Vermissen, sondern das ist eher ein wieder zueinander finden und mit dem Bergkristall etwas klären. Und die Welt, die ruft im Prinzip auf, dass man das Ganze von höherer Warte betrachtet und vielleicht auch den anderen oder das Gegenüber versteht. Ja, also, dass man eben auch den Blick auf die Dinge von der anderen Seite nachvollziehen darf. Weil die Welt des anderen sieht nun mal anders aus als deine Welt. Und deine Welt ist eine andere als die deines Gegenübers. Es geht hier aber um die Vereinigung. Wir sehen ja hier auch das rote Band, was hier den Kranz zusammenhält. Und das ist das Band der Unendlichkeit. Und das fließt. Also das ist ein Band, was nichts ausschließt, sondern was es miteinander verbindet. Das ist eine total schöne Energie. Und der Hund sagt, du brauchst hier nichts vermissen, kein Vermissen mehr. Es geht hier darum, gegenseitig Verantwortung zu übernehmen. Kristalle können hier auch helfen. Ne? Also für die ganzen Kristallwesen unter euch. Kristallieseln, wollte ich eigentlich sagen. Ich bin ja auch so eine Steinliese, schon immer gewesen. Wer auch gerne mit Steinen, mit den Gesteinswesen oder mit den Kristallwesen arbeitet, der findet hier sicherlich Unterstützung. Und so ein Bergkristall, der hat schon das ein oder andere Mal die Klarheit oder die Wahrheitsfindung unterstützt. Ne? Weil ganz einfach der Bergkristall der Meisterheiler ist. Da haben wir die Meisterschaft, ne? Den Magier. Und passend zum Magier, der passende Stone, den Bergkristall als Master Healer. Also hier hatte ich das Gefühl, wird ein Rahmen geschaffen, der für beide eine ganze Welt sein kann. Das ist, wenn die Welten sich verbinden. Und man darf hier lernen zu schauen, aus den Augen des anderen die Sache zu sehen. Und dann kann man sie nicht nur verstehen, weil verstehen, das ist so dieses Fair, das ist ein verrückter Stand. Ja, Verstand, ein verrückter Stand. Das ist eine schräge Energie. Man darf hier vom Verstehen ins Begreifen gehen, dann kann man es auch anfassen. So ein Kranz, der ist handfest. Ja, und der das Band drum wickelt, der hat das handfest gemacht. Und dann sind zwei verbunden. Und die Sache, die läuft hier. Gegenseitige Verantwortung unter vier Augen sein bedeutet auch der Rahmen der Möglichkeiten, eben hier auch die Möglichkeiten ausschöpfen, die man miteinander hat. Deine Welt und seine Welt, ne? Gibt eure Welt, ne? Also was kann man hier gemeinsam tun? Und ihr habt euch hier vielleicht lange vermisst, aber es wäre gar nicht nötig gewesen, ne? Also der Hund sagt, wäre doch gar nicht nötig gewesen. So, welche Rune liegt da noch drauf? Und das darf man jetzt sehen, das soll man hinschauen. Ne? Welche Rune liegt da jetzt drauf? Ich habe zwei.
Draußen sind Bauarbeiten im Gange. Es ist halt so, hier wird was bearbeitet. Ne? Das haben wir ja so festgelegt. Da haben wir einmal die Hagalas. Es ist nämlich so, dass hier anscheinend irgendwann mal so eine heile Welt vielleicht zerstört wurde. Vielleicht war ja auch das Band mal irgendwann gerissen, weil es porös war oder spröde, die Hagalas. Ist aber auch eine Rune des Neuanfangs, weil sie sagt, aufräumen, den Trümmerhaufen, ne? Also etwas wieder aufbauen. Da muss ich so an diese, an dieses 50-Pfennig-Stück denken. Die, also viele von euch kennen das noch. Da ist eine Frau drauf, das ist so eine sogenannte Trümmerfrau und die birgt da ja wie so ein kleines Pflänzchen. Das ist eine Trümmerfrau und ich meine, dass die Gerda Werner heißt. Und das ist eine Hagalas-Energie. Das ist der Wiederaufbau, nachdem alles zusammengebrochen ist. Gerda Werner, könnt ihr googeln? Ich glaube, meine Information entspricht der Richtigkeit. Na, ich denke, das ist richtig. Gerda Werner. So, da haben wir die Hagalas. Also hier wird etwas wieder aufgebaut. Ein Band oder Bündnis wird neu geknüpft. In gegenseitiger Verantwortlichkeit. Das heißt, jemand übernimmt für dich die Verantwortung. Du darfst aber auch verantwortlich sein in der Situation. Hier wird einiges geklärt. Es geht hier auch um altes Wissen. Die Bergkristalle als Master Healer oder auch gerade die lemurischen Samenkristalle, Lemuria oder was eine ganz hohe Schwingung hat, sind Himalaya-Kristalle. Die haben hier Wissen gespeichert. Der Bergkristall ist auch der Wissensspeicher. Und den lemurischen Kristallen, ich mache die im Übrigen nicht vom Fundort abhängig. Es gibt bestimmte Fundorte, die lemurische Kristalle bezeichnen. Ich sehe aber alles als eins. Also wenn jetzt jemand sagt, nein, das ist kein lemurischer Kristall, weil die werden nur da gefunden. Ja, der geht in die Begrenzung rein. Wir sind aber unbegrenzt. Also das mit den wenn man die kosmischen Gesetze nicht nur versteht, sondern begreift, da ist das ganze Leben leichter. Das heißt, die Unbegrenztheit schließt aus, dass lemurische Kristalle nur an einem bestimmten Ort gefunden werden können. Es geht nämlich um den Wuchs der Kristalle. Und die Lemurier, die haben solche Wachstumsrillen. Die sind ganz, ganz krass. Ich überlege gerade, ob einer in meiner Nähe liegt. Ich habe nämlich viele lemurische Kristalle. Ist einer, bitte melde er sich, wo ich euch das mal zeigen kann. Wartet mal. Ich zeige euch ja immer ganz gern auch mal was. Ich weiß, dass es viele wissen, aber viele wissen es halt auch nicht. Komm, du bist doch einer. Ich habe hier einen lemurischen Grandile und eine schöne Stufe in Mordsbrocken. Und ich habe hier einen lemurischen Grandile und ich will mal gucken, ob ich das für euch eingefangen kriege. Der hat hier diese Querrillen. Na, jetzt weiß ich nicht, ob die Kamera das hinkriegt. Aber ihr seht es hier schon spiegeln. Also selbst hier auf der Fläche, ja, haben wir diese Verrillung. Ich drehe es mal so ein bisschen. Wo war denn hier? Hier ist eine ganz große Stufe drin. Hier, jetzt seht ihr sie. Jetzt, hier. Seht ihr das? Das ist so eine ganz krasse Stufe auf der Seite, wo der Kristall wächst. Und wenn man da mit dem Finger so drüber fahren kann, und das ist wie so ein Strichcode. Gerade gucken, ob ich es hier nochmal kriege. Hier seht ihr es ganz gut. Dann ist von lemurischen Kristallen die Rede. Ja? Und die gibt es natürlich auch einzeln. Das ist jetzt hier ein dicker Brocken, also eine fette Stufe. Und die einzelnen Kristalle, das sind dann die lemurischen Samenkristalle. Und wenn du dann in der Stille bist und streichst so mit dem Daumen über diese Rillen, ne, dann kannst du dich erinnern, sagt die Legende. Aber Legenden sind nicht umsonst legendär. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir hier noch die Reido. Auf den Schlag des Herzens hören. Also wir haben hier etwas, was sich aus den Trümmern wieder erhebt. Etwas wird wieder aufgebaut. Ein neuer Rahmen oder ein neuer Raum wird geschaffen, in gegenseitiger Verantwortlichkeit oder dem anderen gegenüber. Ne? Also man ist hier füreinander verantwortlich.
Und die Rheido, die ist auch der Rhythmus. Es wird hier ein neuer Rhythmus gefunden, ein neuer Takt wird gefunden. Und die Rheido sagt eben auch, hör auf den Schlag deines eigenen Herzens. Na, weil es schlug schon, bevor du denken konntest. Das ist eine sehr schöne Energie. So, dann legen wir uns das mal auf die Seite. Jetzt wollen wir mal schauen. Mietz, 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 Mietz. Was unsere Katzenfreundin sagt. Die kleine Aristocat-Katze. Ne, ihr habt geschrieben, meine Katzenstory erinnert euch an Aristocats. Das ist das Kätzchen hier das weiße Kätzchen mit dem Swarovski-Halsband mit dem goldenen Herzlein dran, gell, was am Fenster sitzt. Und dem ganz zerzauselten Kater schon entgegenschnurrt, ne, und schon wartet, bis er wieder kommt und gegen die Straßenlaterne strollert. Ja, der mit den zerfetzten Ohren, der ganz besondere Kater. Und dann haut sie übers Dachfenster ab und man trifft sich oben am Dach heimlich. Ne? Spannend. Was wird hier gefühlt? Ja, die Katze zeigt das Schnurren an, das Wohlige, das Fühlen in dieser Situation, auf die wir schauen. Die Gefühle, bitte. Ach, Jesus, Mutter Anna. Hier, ich bin immer froh, wenn ihr seht, ich mache das hier alles direkt, ne, vom Fleck weg. Die zwei der Kelche, also das ist ja der Oberburner. Ich kriege es heute automatisch wie so ein Also ich brauche das noch nicht immer nachahmen. Das passiert einfach so. Ich bin heute voll mit den Raben verbunden. Merkt ihr es? Also, die zwei der Kelche, das ist ja eine Begegnung der Seelen. Also wir sehen ja hier, dass die beiden Rabenvögel, ja, die sind nicht nur aus einem Holz geschnitzt, sondern aus einem Herzen. Ja, die sind aus einem Herzen geschnitzt. Das ist so eine gemeinsame Sache. In ihrer Brust schlägt das gleiche Herz. Die Liebe zueinander und zu dem, was sie meistern. Ist das nicht der Hammer? Und die vereinigen hier ihre Wasser. Wasser ist ja für mich so eine Seelenenergie. Der See, ne? S-E-E, so wird es korrekt geschrieben, schreibt sich ja mit zwei E, genau wie die Seele. Das heißt, jede Seele ist ein eigener See für sich. Und hier begegnen sich zwei Seen, die in den Kelchen geborgen sind und vereinigen ihre Wasser. Aus zweien wird eins. Und also hier haben wir jetzt natürlich die Liebe in der Haus. Ne? Also das hier, das ist ja schon fast eine höhere Vereinigung. Eine Liebe auf dem Meisterweg. Ne? Um jetzt mal back to the roots, was schleppt der Esel? Ne? Der trägt die Meisterschaft. Das ist eine Liebe, die auf dem Meisterweg ist. Jesus. Das ist aber, was ein schönes Schiffchen. So. Und noch Erd. Was sagst du noch dazu? Erste Mal nichts, ne? Wahrscheinlich sagte Erhard, was soll ich dazu noch sagen? Ne? Wenn jetzt keine fliegt, aha, doch, ach Gott, hätte ich es nur gelassen, die Schnecke ist gefallen. Da hätte ich aber jetzt gern schon noch eine, Erhard. Spuck noch eins aus, komm. Spuck uns noch eins aus und das Schneeglöckchen. Wisst ihr, was das heißt? Es hat lang gedauert. Lang. Lang, zäh, langsam schneckte das Schneckchen seiner Wege. Aber jetzt wird das Eis gebrochen. Nach langer Zeit steht hier ein Neuanfang an. Ist das nicht der Hammer? Das Schneeglöckchen zeigt nämlich den Frühling und das sind die Frühlingsgefühle. Und das bricht das Eis. Und zwar durch sanfte Kraft. Liebe reicht. Ja. Das zarte Schneeglöckchen ist im Frühling als allererstes da. Und jeder, aber auch wirklich jeder, erfreut sich an Schneeglöckchen, wenn er sie wahrnimmt. Das ist ja so ein Thema der Menschheit. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der an jedem, aber auch jedem schönen Zeichen vorbeiläuft. Aber da zähle ich uns jetzt mal definitiv nicht mit dazu. Wir sind ja hier sowas von, also wir üben uns ja im Beobachten und in der Achtsamkeit. Niemals würden wir ein Schneeglöckchen übersehen. Also die Schnecke zeigt ganz einfach, die Dinge haben hier wirklich viel Zeit gebraucht. Hier wurde auch viel reflektiert in der Mitte. Die Schnecke zieht sich in ihr Haus zurück, die hält Innenschau. Die macht dann auch manchmal so einen Pfropfen drauf und ist weg.
Vielleicht habt ihr schon mal so eine Schnecke gefunden, die so die Schotten dicht gemacht hat. Da ist dann wie so ein Stöpsel drauf. Unsere Schnecke hier guckt allerdings raus. Ne? Die ist unterwegs und hier ist der Neuanfang, und zwar in dieser Seelenbegegnung oder Seelenliebe. Also das ist hier schon ein Mensch, um den es hier geht, oder ihr seid das füreinander. Ja, war ja klar, dass hier eine Meisterschaft kommt. Ne? Also ihr seid hier ganz klar auf dem Meisterweg, im Aufstieg. Und jetzt gilt's. Ne? Also ihr seid euch gegenseitig nicht egal. Mit welcher Rune wird das Ganze hier garniert? Das Topping? Ich muss jetzt also... So geht's besser. Ich hab's, was Kleines. Ich hab gleich die ganz neue Rune gezogen. Liebe Petra, du bist der Knaller. Also, vielen herzlichen Dank. Die habe ich eben erst reingetan. Es wird Zeit, dass die kommt. Hier, Petra, jetzt stell dir mal vor, du hättest mir die Post nicht geschickt. Dann hätte ich die jetzt gar nicht ziehen können. Jetzt muss ich aber mal gerade auf den Zettel gucken. Das ist eine Binderune. Und ich glaube, die steht für unendliche Stabilität. Moment, ich habe es extra hier liegen lassen. Es bedeutet, eine Binderune. Ja, für unendliche Stabilität. Das müssen wir uns jetzt mal bitte alle merken. Ne? Und das seht ihr ja auch, wie die Rune gebunden ist. Also zum einen haben wir eine, wir haben die Daggers. Ne? Und die Daggers fließt ja so vor sich hin. Und dann haben wir aber hier auch, wie, das sieht aus. Also das muss ich mir gerade erst mal reinfühlen. Das ist zweimal die Naudis, die sich zu nur irgendwas vereint. Ne? Und die fährt das so ein. Ne? Die macht die Daggers sowas von stabil. Und dann ist in der Mitte der Ingwas auch noch die Rune Gebo. So sehe ich das. Absolutes Gleichgewicht in der Mitte und die Naudis gegenübergestellt. Ne? Er gibt die Ingwas. Das ist schon echt der Hammer. Da haben wir das Karo in der Mitte und in dem findet sich dann das gleichschenkliche Kreuz. Nee, gleichschenklich ist es ja gar nicht. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Die Gebo halt, ne? Gleichschenklich wär ja dann so. Aber wenn man das so dreht, kommt es auch wieder hin. Naja, in den Runen nicht ganz. Also auf jeden Fall eine Gebo, eine Daggers, zweimal die Naudis, eine Ingwas und wahrscheinlich noch viel mehr, was ich gerade noch jetzt gar nicht sehe auf die Schnelle. Also sensationell. Das heißt auch, diese Liebe, die ist stabil, unendlich stabil. Unendlich stabil. Das ist schon also eine Tragweite und auch der Neuanfang, der hier kommt, das ist kein Schneeglöckchen, was am nächsten Tag wieder verblüht ist oder wo die Blätterchen fallen. Nein, 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 nein. Das ist von Bestand. Na, und hier hat sich ganz einfach auch die Langsamkeit gelohnt. Was lange währt, wird gut. Den Spruch gibt es auch nicht umsonst. Na? Wow, und es wird hier richtig gut. Toll. Jetzt geht's weiter, die Aussichten. Ne? Kikeriki, das ist ja mein großer Liebling. Moment mal. Ja, hier sieht er uns schon mal, der muss aber da oben drauf. So, so könnte es was werden. Hoffentlich schmeiße ich es nicht runter. So. Ne, man sieht es nicht. Moment. Das ist aber jetzt hier. Jetzt sieht man es immer weniger, wie es ist. Das ist ja, das haben wir doch sonst immer gesehen. So kann es was werden, gell? So sieht er unseren Freund doch, ne? Ja. So, der Hahn. Der, Moment. Also glaubst du es? Bleib bloß da stehen. So, hoffentlich schmeiße ich jetzt nicht um. Der Hahn bringt uns jetzt die Aussichten in dieser Situation. Boah, hier ist gerade heiß. Mir läuft die Suppe. Ich bin halt einfach nicht fit. So, was haben wir hier für Aussichten? Und der Hahn kräht auf dem Mist. Verändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? Wow. Also hier kommen wir in die Herrscherenergie rein. Der Herrscher, der steht für die Selbstbeherrschung. Und der, wenn der Herrscher gelöst ist, ist er imstande, sein eigenes Königreich zu beherrschen, aber positiv. Das heißt, er ist frei von Beeinflussung.
Das heißt, egal, was dir das Außen sagt, wer selbst beherrscht ist und über sich selbst herrscht und überhaupt keinen braucht, der einem morgens die Schlappen hinstellt oder sagt, hier, wenn du aufstehst und in die Küche kommst, ich habe dir schon mal einen Kaba gemacht, ne? Der kriegt das selber hin. Dann ist man frei. Der Herrscher ist unabhängig. Der ist nicht auf andere angewiesen. Und der, wie soll ich das jetzt sagen? Der hat auch gelernt, Ratschläge abzuschmettern. Ne? So ein Ratschlag, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Für mich gibt es entweder einen Rat, einen guten Rat, den ich erbeten habe oder den mir jemand gibt und mich vorher fragt, ob er mir geben darf. Dann kann ich sagen, ja oder nein. Will ich den Rat überhaupt haben? Ist dieser Mensch in der Position, um mir einen Rat geben zu können? Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden berate, keine Ahnung, ich bin Fitnesstrainerin, ne? Und ich berate aber jetzt hier so einen Fußballtrainer, wie er am besten das Training mit seinen Jungs macht. Da bin ich raus, weil ich habe vom Fußball keine Ahnung. Das heißt, ich kann keinen Rat zum Fußball geben. Ich weiß ja nicht einmal, was ein Pass ist. Also gibt es überhaupt einen Pass beim Fußball? Ich glaube schon. Ich weiß, dass es heißt, wenn man die rote Karte kriegt, muss eine runter. Ne? Und Geld ist so der Warnpfiff. Ne? Der Warnpfiff. Und rot ist der Abpfiff, oder? Weiß es nicht. Auf jeden Fall kann, also wenn dir jemand einen Rat gibt, dann darfst du dich erstmal fragen, ist der überhaupt in der Position, dir einen Rat geben zu können? Das sind dann immer die Allerbesten, ne? weil das sind dann die Leute, die meinen oder die ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung haben. Die können aber, das sind ja die richtigen Ratgeber. Ne? Also wenn ich jetzt so einem Fußballtrainer rate, er sollte mit seinen Jungs ein bisschen mehr Synchronschwimmen machen, weil das würde zum Gesamtbild der Truppe beitragen, ist das völlig bescheuert. Ne? Das ist einfach nicht angebracht. Das heißt, der Herrscher, der hat ganz genau gelernt, von wem er einen Rat annimmt, wer ihm überhaupt was sagen kann, darf, vielleicht auch sollte. Aber so Ratschläge, ne, die ihm sagen, was er zu tun und zu lassen hat, mit wem er seine Zeit zu verbringen hat, ob sich etwas lohnt oder nicht lohnt, ob er mit der Frau Semmelbrösel in eine Beziehung gehen soll oder nicht, oder vielleicht ist auch die Frau Semmelbrösel der Herrscher. Die hat dann auch selber gelernt, zu wissen, was für sie gut ist, wenn sie sich selbst beherrscht hat. Also eigentlich fällt der Herrscher auf das Gegenüber. Das ist nämlich eine männliche Energie. Und im Tarot fallen die Könige und der Herrscher auf eine Gegenüberenergie. Das kann auch einfach bedeuten, dass die Aussicht ist, dass hier dein Gegenüber, um den es hier geht, weil hier geht es ja um beide, um euch zwei, dass er wieder in seiner Kraft ist. Und frei davon ist, beherrscht zu werden. Dass er in der Eigenverantwortung ist. Und vielleicht ist es auch so, dass du ihm dorthin hilfst. Ne? Das kann auch sein. Also ich schaue erstmal weiter, weil es ist ja noch nicht rum. Es geht also in die Richtung, hier weiß einer, was er will mit dem Herrscher. Hier weiß einer, was er will. Dann haben wir hier noch eine Menge. Und am Tisch. Oh. Ja, es ist was Karten. Also die unter den Tisch gefallen ist, war schon mal die wahre Liebe. Die anderen misch ich nochmal. Wir haben das Durcheinander. Die Realität, die Kutsche, die Ordnung und das Abendlied der wahren Liebe. So, das bedeutet, die wahre Liebe habe ich jetzt einfach mal als letztes dran gelegt. Hier kommt mit dem Herrscher eine neue Ordnung ins Durcheinander. Der weiß nämlich jetzt, was er will. Das Grete Hahn vom Misthaufen runter. Ne? Der Herrscher weiß jetzt, was er will. Sein Durcheinander wird sich neu sortieren. Ne? Vor allen Dingen ist er realistisch dabei. Er hat etwas erkannt, und zwar das, was möglich ist. Was kann in die Realität gehen? Ja. Und mit der Kutsche nimmt er auch die Realität an, also den Prozess, in dem er ist. Die Kutsche steht ja für die Reise, kann auch für die Seelenreise stehen. Die Reise geht hier direkt in die Ordnung. Ne? Vom Durcheinander geht es hier ab in die Ordnung. Das ist ein realer, echter, wahrer Weg. Also der Herrscher,
Der kommt hier mal wieder richtig klar. Der weiß, was er will. Und die Ordnung, die hilft ihm zurück in das Abendlied der wahren Liebe. Und das ist die Liebe, die euch beide verbindet. Weil, ich erinnere euch daran, zwei der Kelche, gell? Ihr teilt euch ein Herz, ihr teilt euch ein Wasser. Ne, zwei Seelen vereinen sich hier. Wow. So, und dann brauchen wir noch das Grünchen. Und das ist die Kenas und das ist die Rune der Erkenntnis. Hier gehen einem die Augen auf. Ne? Die Kenas, das ist der Funke, das Auge von der Seite. Hier schnallt es einer. Ist das nicht der Hammer? Die Erkenntnis und der Funke springt über. Außerdem der Funke und das Abendlied der wahren Liebe, das zeigt mir hier nochmal bei dem Funks. Ja, also das ist auch ein sich neu verlieben ineinander. Und zu erkennen, es war nie weg, es war nie vorbei. Schatzis, ich zerfließe. Ich glaube, ich habe ein bisschen Fieber. Ich muss Schluss machen. Ich bin jetzt wieder weg. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst, einen lieben Kommentar oder ein Like oder alles drei zusammen. Ich bin aber auf dem Weg der Besserung. Bitte macht euch keine Sorgen und ich bin auch gut versorgt. Ne? Also alles ist gut. Ich bin morgen übermorgen wieder Jans der Alte. Glaubt's mir, das Schlimmste liegt schon hinter mir. Und schön, dass ihr mir zugehört habt, ne? Trotz Rotz. Also, dicken Kuss, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.